Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, er, der Herr über Zeit und Ewigkeit, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Ihnen allen ein frohes, gesegnetes und gesundes Jahr 2021. Dem Herrn, der Tag und Jahr geschenkt, der unser Leben trägt und lenkt, sei Dank und Lob gesungen, so haben wir es zu Beginn gehört, im großen Lied zur Jahreswende. 2021 nennen wir in der christlichen Tradition auch ein Jahr des Heils, ein Jahr des Herrn. So unwahrscheinlich uns das für das letzte Jahr erscheinen mag, aber auch das war ein Jahr des Herrn. Christus ist nicht einfach mal in Betriebsfähigkeit. In allem, auch wenn es ganz andere Wechselfälle zeigt, als wir erwarten am Anfang eines Jahres, erinnern Sie sich zurück, wie das vor 365 Tagen war, da hat niemand vorausgesehen bei uns, wie das einmal kommen wird. In allen Wechselfällen bleibt Christus der, der uns trägt. Es ist ein Jahr des Herrn und wir üben uns ein, es als solches auch zu leben, mit ihm und von ihm getragen. Zur Hilfe wird uns dazu heute am Hochfest der Gottesmutter Maria selbst gestellt. Sie, die durch alle Höhen und Tiefen diese Gemeinschaft mit Christus erfahren und erlebt hat, von der Geburt über das Dunkel bis hin zur Auferstehung und dem Pfingstereignis, ermutigt uns, im Herzen zu bewahren und nachzudenken, erwägen und daraus zu handeln. Die Kirche begeht heute auch den Oktavtag zu Weihnachten und natürlich den Weltfriedenstag. Schauen wir auf Christus, er, das Kind, von dem wir alles erhoffen, der unser Jahr erneuert, und erbitten wir sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, geboren in der Fülle der Zeiten, Herr, erbarme dich. Herr über Zeit und Ewigkeit, Christus, erbarme dich. Eingespannt in die menschlich begrenzte Zeit, Herr, erbarme dich. Erbarme dich, Herr, vergib Sünde und Schuld und führ uns einst in deine Ewigkeit. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus. Herr, Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters. Erbarme dich. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, in dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch in diesem neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Aber, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Sie fanden Maria und Josef und das Kind. Als 8 Tage vorüber waren, gab man dem Kind den Namen Jesus. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid mit dem Herrn. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem,
und fand Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen, dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Frohe Botschaft unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor einigen Jahren geisterte eine ziemlich skurrile Nachricht durch unsere Medien. In Ratchet, in der Grafschaft Surrey in Großbritannien, würde in einem Gartensender ein mittlerweile 104 Jahre alter Papagei leben. Dieser Papagei habe einst dem englischen Premierminister Winston Churchill gehört. Und noch im hohen Alter habe dieser Papagei die wildesten Flüche in obszönster Art und Weise gegen Hitler und die Nazis wiederholt. Die Geschichte klingt zwar lustig, ist aber erfunden. Die Tochter von Winston Churchill hat das damals schon dementiert, dass sie jemals ein solches Federvieh besessen hätten. Wahr aber ist eine Nachricht aus diesem Sommer, auch aus Großbritannien. In einem Wildpark in Lincolnshire seien im August 5 Graupapageien gekommen. Die mussten zunächst in Quarantäne und diese Zeit war fatal. Denn als die 5 zusammen waren, haben sie sich im Ausstoßen von Flüchen, obszönen Schimpfwörtern gegenseitig so hochgestachelt, und auch noch angeschürt von den Wärtern, dass man sie jetzt auseinandernehmen musste und in verschiedene Bereiche des Zoos bringen musste, weil man viele Kinder erwartete und das, was die Papageien sagten, nicht für Kinderohren bestimmt ist. Man brachte sie mit anderen ihrer Art zusammen, dass sie jetzt eine angemessene Sprache lernen. Was skurril klingt, das führt uns natürlich auf einen tieferen Moment. Schimpfworte und Flüche sind nicht die natürliche Sprache von Papageien. Sie haben sie vom Menschen gelernt, von niemandem anders. Und es ist etwas, was wir ganz schnell nachvollziehen können. Böse, beschimpfende Worte halten sich länger in unserem Gedächtnis als gute Worte. Lob und Anerkennung misstrauen wir oft. Sollen wir da von jemandem für sich eingenommen werden? Ist das ernst gemeint? Werden wir da von Werbung eingelullt, wenn wir Lob hören, wenn uns Menschen Gutes sagen? Bei bösen Worten ist es anders. Sie verletzen, sie provozieren. Sie erregen, wenn sie gegen andere gerichtet sind, Schadenfreude. Sie setzen sich so tief im Denken und im Herzen fest, dass wir sie oft ein Leben lang nicht vergessen können.
Ja, sie setzen im Menschen Kräfte frei zur Gegenreaktion, oft erfüllt mit Hass und dem Wunsch, den anderen zu demütigen, die eine ungeahnte Kreativität erkennen lassen. Böse Worte haben Langzeitwirkung. Gute Worte geraten in Vergessenheit. Am Anfang eines jeden Jahres stehen gute Worte. Wir hören als erste biblische Lesung den sogenannten aaronitischen Segen aus dem Buch Numeri. Segen in seiner lateinischen Wortbedeutung segnen, benedizere, heißt nichts anderes als Gutes sagen. Gut reden über jemanden. Gott redet gut zum Menschen und er redet gut über uns. Ein Segen, der älteste erhaltene Segensspruch des Volkes Israel, den vielleicht auch das junge Paar, das im Stall von Bethlehem ihr Kind zur Welt brachte, oft genug gehört hat. Ein Segen zugesprochen dem Volk Israel eigentlich in der Regel durch die Priester, aber jedem frommen Juden vertraut. Er lege seinen Namen auf dich. Er schaue dich freundlich an. Am Anfang eines Jahres stehen gute Worte, die Gott zum einzelnen Menschen, aber auch zu seinem ganzen Volk in menschlicher Sprache sagt. Und segnen, das ist der Auftrag der Kirche. Es ist für mich immer noch das Berührendste, was ich als Priester tun kann, wenn wir Menschen segnen dürfen. Bei Geburtstagsbesuchen, bei Krankenbesuchen, der Krankensalbung. Wenn Eltern ihr Kind zur Taufe bringen, dann ist es bei uns in der Gemeinde Brauch, dass am Schluss noch einmal die ganze Familie zusammenkommt, der Priester die Hände über sie ausbreitet und ein Segenswort spricht, das gute Wort Gottes. Und jedes Mal neu kann ich selbst bei ziemlich hartgesottenen, tätowierten jungen Männern erkennen, wie jetzt ein Kloß im Hals sich breit macht, weil sie spüren, das ist nicht ein frommer Wunsch, da spricht Gott selbst zu uns. Und ich erlebe es im letzten Jahr leider sehr selten, da war nur eine Trauung, aber wenn ein junges Brautpaar, der eigentliche Moment der Vermählung ist schon geschehen, die Ehe bestätigt und dann knien beide nieder. Jeder jetzt auf sich konzentriert. Und der Priester breitet über sie die Hände aus und er beginnt: Menschenfreundlicher Gott, schau gütig auf die beiden Menschen, die jetzt vor dir knien. Wie viel Hoffnung, wie viel Sehnsucht nach Glück in diesem Moment zusammenkommen. Segen erfahren, das ist mehr als eine liturgische Handlung. Das ist kein abstrakter, frommer Wunsch, kein Gebet allein. Die Worte, die wir heute im Segen aus dem Buch Numeri hören, die lösen ja ganz schnell Bilder auf. Die erinnern, das werden viele von Ihnen auch erlebt haben, an die eigene urkindliche Erfahrung, wenn am Abend es dunkel wurde im Zimmer und die Eltern einem gesagt haben, du brauchst keine Angst zu haben, wir sind doch im Zimmer nebenan. Segen ist eine Erfahrung, ein Erleben von Urvertrauen und Nähe. In diesen Bildern, er gebe dir Frieden. Sein Angesicht leuchte über dir, er schaue dich freundlich an. Im Segen, in den menschlichen Worten, die uns so vertraut sind,
spricht Gott selbst zu uns in mütterlicher und väterlicher Zärtlichkeit. Bischof Franz Kamphaus hat einmal erklärt, Segen heißt empfangen, was wir nicht geleistet haben. Wir sind nicht auf das begrenzt, was wir selbst schaffen. Wir dürfen mehr erhoffen. Aber muss man nicht widersprechen? Was ist denn mit den guten Worten Gottes im letzten Jahr gewesen, die über dem 1. Januar gestanden haben? Da haben wir die gleichen Lesungen gehört. Haben sie sich nicht schnell aufgelöst? Waren wenig spürbar in diesem Annus Horribilis des letzten Jahres? Die wahre Haltung des gesegneten Menschen finden wir in Maria wieder. Von ihr heißt es immer wieder, wie auch heute, sie bewahrt alles in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Die guten Worte, die ihr erzählt werden, vom Engel, von den Hirten, von den Weisen, von Hanna und Simeon, sie sind keine Blenderei. Sie reden auch immer vom Dunkeln. Dir selbst, wird Simeon sagen, wird ein Schwert durch die Seele und durch das Herz dringen. Aber Maria ist nicht nur ein Mensch, der nicht vergessen kann. Er denkt darüber nach, er verarbeitet es. Diese Worte der Zusage Gottes, sie prägen sie so sehr im Innersten, dass sie durch alle Höhen und Tiefen mit ihm gehen kann. Bis unters Kreuz, bis ans Grab und natürlich auch bis an den Ostermorgen. Segen ist kein frommes Wünschen. Leere Worte, die wir einfach so sprechen. Segen, das hat Franz Kamphaus gut ausgeführt, verbindet den Glauben mit dem Alltag. Natürlich müssen wir in unserem alltäglichen Leben unsere Dinge in rechter Weise tun. Und da hilft es nicht, wenn ich mich gesegnet fühle allein. Was zu erledigen ist, ist zu erledigen. Aber es macht einen großen Unterschied, ob ich das, was ich zu tun habe, im Wissen um die Zusage und um das Wohlwollen Gottes zu mir tue, oder ob ich bei allem nur um mich selber kreise. Am Anfang des Jahres steht der Segen, der Zuspruch Gottes. Nicht eine Garantieerklärung, alles wird schon gut gehen. Alles wird ziemlich perfekt laufen, das wissen wir. Das ist unsere Lebenserfahrung, so funktioniert das nicht. Aber jene Zusage, dass er seinen Namen auf uns legt und dass er uns anschaut. Dass sein Angesicht auf uns ruht und wir dieses Jahr auch in Frieden leben können, bei allem, was auf uns zukommt. Wir werden am Anfang gesegnet mit uralten Worten und wir sind eingeladen, diesen Segen weiterzugeben. Vielleicht kann man sich mit Kindern darüber streiten, ob man in die Kirche geht oder ob sie in die Kirche gehen. Aber was Enkelkinder in der Regel immer noch, vielleicht manchmal ein wenig peinlich berührt annehmen, wenn Großeltern oder Eltern sie segnen. Ein kurzes Gebet, einen Segensspruch sprechen und so deutlich machen, dass ihr Wohlwollen mit diesen Menschen geht,
und dass sie auch überzeugt sind, dass Gottes Wohlwollen sie begleitet. Wir gehen nicht und müssen uns diese Zuversicht und dieses Wohlwollen Gottes erst durch Leistung erwerben. Es ist gleichsam der Motor, der uns in diese Tage des neuen Jahres führt. Der Herr segne und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Er lege seinen Namen auf dich und wende dir sein Angesicht zu und so schenke er dir Frieden. So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Jahr 2021. Amen. Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen. Zu Beginn eines neuen Kalenderjahres legen wir unsere Zukunft voll Vertrauen in Gottes Hand und rufen zu ihm. Segne deine Kirche in ihrem Auftrag, die Botschaft des Evangeliums allen Menschen zu verkünden. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Menschen und Organisationen, die sich für den Weltfrieden einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Hilfskräfte, medizinisches Fachpersonal, Pflegerinnen und Pfleger in den verschiedenen ambulanten und stationären Einrichtungen, die in dieser Zeit besonders im Blickpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle, die in diesem Jahr ein besonderes Ereignis in ihrem Leben oder ein Jubiläum feiern dürfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Eltern und Kinder und alle betagten Menschen und all jene, die für sie da sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Menschen, die mit Sorgen und Ängsten in dieses neue Jahr hineingehen. Sei denen, die sich allein fühlen, nahe. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, an deinem Segen ist alles gelegen. Höre und erhöre unsere Bitten durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, das du uns in der Geburt deines Sohnes aus Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Lobgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Wunderwerke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das hingegeben wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, auf dass wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
Mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, dem Erzengel Michael und dem heiligen Martin, der heiligen Barbara und dem seligen Liborius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, diese Feier unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Schütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie in Glaube, Hoffnung und Liebe. Nenne die in unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz, alle Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute, unsere Familien, dein ganzes Volk. Höre die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du es verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Voll Vertrauen lasst uns beten, wie der Herr uns das Beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, heute am Weltfriedenstag treten wir vor dich. Wir schauen auf dich, den Fürsten des Friedens, und bitten, schau nicht auf unsere Sünde, sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes. Seht, Christus, er ist das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Amen. Der Leib Christi. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir das heilige Sakrament voll Freude empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns einmal zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, Frau Pirsen, für die musikalische Mitgestaltung dieses Hochamtes am Neujahrstag. Es ist schön, dass immer jemand da ist, der einfach auch die Lieder, die uns so vertraut sind, die wir nicht mitsingen können, doch für uns dann eben stellvertretend sind. Vielen Dank dafür. Einen Hinweis noch zum Dreikönigstag. Es wird in diesem Jahr nicht möglich sein, dass unsere Sternsinger durch die Straßen gehen oder in die Häuser kommen. Die Sternsinger haben, alle Sternsinger, einen Videofilm vorbereitet. Der wird zum einen natürlich auf der Homepage zu finden sein, aber wir, nennt man diese Dinge, DVDs, wir schaffen DVDs, die liegen dann aus ab Sonntag, die ganze Woche. Es wird gesegnete Kreide geben und ich werde am Sonntag auch diese Aufkleber segnen, die Sie dann eventuell mit einem Gebetstext oder mit diesem Video der Sternsinger dann selbst an die Haustüren aufbringen dürfen. Spenden dürfen Sie trotzdem, natürlich kontaktlos. Entweder Sie werfen es in den Fahrbüro, das ist ja nächste Woche wieder besetzt, ein, oder aber Sie überweisen es, wir werden einen Zettel dazu schreiben, wo Ihre Sternsinger-Spende dann hingeht. Ich muss darauf hinweisen, die Kollekte am 6. Januar im Gottesdienst ist nie die Sternsinger-Kollekte. Das ist für die afrikanische Mission am 6. Januar. Also die Sternsinger sind etwas anderes. Das ist das, was extra gesammelt wird. Wir werden auch etwas aufstellen, einer der Opferstöcke dafür eben beschriften. Das geht dann in die Sternsinger-Aktion, in diesem Jahr schwerpunktmäßig in die Ukraine. Aber die Kollekte, also der Klingelbeutel am 6. Januar, der ist dann für die afrikanische Mission, also nicht verwechselt. Allen jetzt noch einen gesegneten Neujahrstag, ein gutes, frohes Jahr 2021. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, der Quell und Ursprung allen Gutens, gewähre euch seinen Segen und erhalte euch im neuen Jahr unversehrt an Leib und Seele. Amen. Er bewahre euch im rechten Glauben, in unerschütterlicher Hoffnung und in der Geduld unbeirrbarer Liebe. Amen. Eure Tage ordne in seinem Frieden, eure Bitten erhöre heute und immer da. Er schenke euch Gesundheit und Wohlergehen, lasse sein Angesicht über euch leuchten und am Ende eurer Jahre schenke er euch das ewige Leben. Amen. Das gewähre euch nun der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Er geht in Frieden. Danke sei Gott. Thank you.
Amen.